So, Kamera läuft, Ton läuft. Mein Name ist Thomas Rodriguez und das ist meine Expedition. Haben wir grünes Licht. Es kann also losgehen. Ach, und noch was. Toto hat zugesagt. Er und seine Frau sind einverstanden, dass du sie besuchen kommst. Mit einer ersten analogen Kamera fing damals alles an. Ja, das war in der Realschule, bei meinem ersten Fotokurs. Und da habe ich mich wirklich in die Fotografie verliebt. In der Dunkelkammer zu stehen, stundenlang auf die Ergebnisse zu warten, die Filme und Bilder zu entwickeln. Einige Jahre später habe ich ein erstes Shooting in Paris miterlebt. Danach war für mich wirklich klar, das will ich mein Leben lang machen. Die Abwechslung bei der Porträtfotografie, die verschiedenen Menschen, immer wieder neue Situationen, gestellt oder echt, das fasziniert mich. Ich bin einfach nicht der Typ, der alleine im Studio Produkte fotografiert. Ja, das kommt natürlich vor, aber in der Porträtfotografie, das vereint so viele Bereiche. Naturfotografie, Automotive oder Fashion und Werbung. All das kann man hier kombinieren und man lernt dabei nie aus, weil jeder Mensch unterschiedlich und auf seine Art und Weise komplex ist. Jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen und es liegt an mir, an sie heranzukommen und sie sichtbar zu machen. Ach so, und klar, ich helfe dir natürlich wieder mit dem Dolmetschen. Hast du eigentlich schon eine Idee, wann du hier in Apulien ankommen wirst? Als Fotograf darf ich an den schönsten Orten dieser Welt sein. Und einer der bekanntesten für die gesamte Werbeindustrie ist mit Sicherheit Kapstadt. Und ich bin ein großer Fan von Kapstadt. Es gibt nur wenige Orte auf der Welt, die so viele ideale Bedingungen gleichzeitig erfüllen, wie diese Region an einem der südlichsten Punkte Afrikas. Das Wetter spielt fast immer mit und so viele unterschiedliche Locations, geballt an einem Ort. Einfach fantastisch. Doch ich sagte, es gibt nur wenige Orte wie Kapstadt. Denn einer ist definitiv Apulien. Ein Gebiet in Italien, das ich wirklich lieben gelernt habe. Das so wunderbare Menschen beheimatet und sich so toll für die Porträtfotografie eignet. Apulien befindet sich ganz im Süden von Italien und bildet sozusagen den Absatz des italienischen Stiefels. Die Gegend ist bekannt für ihre Hügelorte, weiß getünchten Häusern, das jahrhundertealte Ackerland und die 100 Kilometer lange Küste am Mittelmeer. Und natürlich das fantastische Essen. Für mich sind besonders die Menschen und ihre Geschichten interessant. Wenn ich die Menschen in dieser Gegend porträtiere, dann fotografiere ich nicht nur die Bilder, ich halte Geschichten fest. Ich halte ihre Geschichten fest, ohne Papier und Stift, nur in einem Bild. Das macht mich wirklich glücklich. In meiner Expedition möchte ich euch mit nach Apulien nehmen. Begleitet mich dabei, wie ich neue Menschen kennenlerne oder bereits Bekannte wieder treffe. Ich werde mich mit der Kamera in der Hand treiben lassen und euch dabei Tipps geben, was ich in 26 Jahren Fotografie selbst gelernt habe. Lasst uns gemeinsam an diesen wundervollen Ort reisen und die Gesichter Italiens porträtieren. Aber bevor es losgeht, muss eine zentrale Frage geklärt werden. Welches Equipment soll mit? Die Kamera ist für mich klar.
Ich habe mich total in die EOS R6 verliebt. Eigentlich habe ich schon immer mit Canon fotografiert. Die robusten Gehäuse, die Funktionalität und vor allem die Qualität der Kamera haben mich schon immer wirklich überzeugt. Die EOS R6 ist super kompakt und gerade bei einer Fotoreise bringt es natürlich viele, viele Vorteile mit sich. Wir haben eine leichte, dynamische Ausrüstung, perfekt für die Reise. Dazu ein super Datenhandling und das Wichtigste für mich als Fotograf, natürlich eine wirklich tolle Auflösung. Okay, zu den Objektiven. Ich nehme diese hier mit. Das 15-35mm Weitwinkel. Ultrascharf bis in alle Ecken mit 5 Stufen Bildstabilisator. Das 24-70mm, mein absoluter Lieblings-Allrounder. Natürlich ebenfalls mit dem 5 Stufen Bildstabi. Ergänzt durch ein 85mm, eine super lichtstarke Optik, sowie das 70-200, ein verhältnismäßig kompaktes Teleobjektiv, das ich auf keinen meiner Reisen mehr missen möchte. Wann immer es möglich ist, benutze ich leichtes Equipment, da sehr viel spontan passiert. Es gibt kein großes geplantes Set, keine Studioblitze und auch keine Modelle, für die ich mir mehrere Stunden Zeit nehmen kann. Stattdessen geht es um echte Geschichten, die ich in vielleicht sogar nur einem Bild einfange. Ich beobachte die Menschen, die ich auf meiner Expedition treffe, unterhalte mich mit ihnen und halte dabei Ausschau nach dem einen Moment. Ab ins Auto und los geht's. Ich bin gerne mit meinem Bus unterwegs. Die Zeit im Auto nutze ich, um mich auf Italien einzustimmen. Ein kleiner Espresso hier, ein paar Fotos dort. Es ist einfach etwas anderes, wenn man sich die Zeit nimmt zum Entschleunigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich in den Flieger steige, irgendwie fehlt mir dann diese Phase. Man ist ohne Einleitung direkt am Ziel. Ich finde es wichtig, für die Inspiration und der Kreativität mit jedem gefahrenen Kilometer näher ans Ziel zu kommen und immer wieder neue Eindrücke zu sammeln. Endlich bin ich in Apulien angekommen. Die in Südostitalien gelegene Region mit der Hauptstadt Bari erstreckt sich entlang des Adriatischen und des Ionischen Meeres. Obwohl diese Region sehr viel zu bieten hat, ist sie gar nicht so bekannt. Was mich jedes Mal aufs Neue magisch anzieht, ist die Natur. Die wunderschönen steilen Küsten, das Meer, aber vor allen Dingen der Sonnenaufgang in Santa Cesaria Term. Eine süditalienische Gemeinde mit 2.983 Einwohnern ist einfach fantastisch. Frühmorgens alleine in der Natur zu fotografieren, wird, glaube ich, niemals langweilig. Direkt an der Küste zum Mittelmeer teste ich die EOS R6. Und zwar so, wie ich es auch bei jedem Location Scouting mache. Auch wenn die Küsten öffentlich zugänglich sind, sollte man wirklich darauf achten, dass man nicht versehentlich auf privatem Grundstück landet. Darauf, wo das Licht herkommt, wo geht die Sonne auf, wo wandert sie entlang. Dafür gibt es auch mittlerweile tolle Smartphone-Apps. Kann ich euch echt empfehlen. Beim Location Scouting nutze ich immer die Objektive, die ich beim späteren Shooting auch benutzen möchte. So kann ich direkt schon verschiedene Bildausschnitte mit den entsprechenden Brennweiten testen. Das 24-70mm ist hier übrigens ideal, weil ich mehrere Brennweiten und Perspektiven checken kann, ohne das Objektiv zu wechseln. Für ein paar schnelle Eindrücke sehr zu empfehlen. Und das Ganze durchgängig mit Blende 2.8. Aber jetzt möchte ich so richtig weitwinklig werden. Zeit für das 15-35mm. Kleiner Tipp von mir. Durch mehrere Belichtungsreihen ist man in der Post sehr flexibel. Also gerne auch mal bewusst über- oder unterbelichten, um später eurem Bildbearbeitungsprogramm die Tiefen herauszuarbeiten. Hier erkennt man ganz schnell, was eine Kamera wirklich kann.
dem Rückweg von meiner kleinen Erkundungstour treffe ich zufällig einen Fischer und unterhalte mich mit ihm kurz. Der Mann heißt Luigi und er erzählt mir, dass er hier schon im Kindesalter mit seinem Vater geangelt hat, bevor es ihn als junger Erwachsener nach Pisa zog, um dort als Ingenieur zu arbeiten. Aber er merkte schnell, dass ihn seine Heimat nicht losließ. Sein Dorf, das Meer, hier wollte Luigi leben und alt werden. Also zog er einige Jahre später zurück hierher und geht seitdem jeden Morgen in der Früh genau an dieser Stelle angeln. So wie er es als kleiner Junge mit seinem Vater tat. Ich werde oft gefragt, wie ich zu den Motiven komme, die ich fotografiere. Die einfache Antwort ist, genau so. Sprecht die Menschen einfach an, lasst euch von ihnen ihre Geschichten inspirieren. Nur so kann man etwas über sie erfahren, sie kennenlernen und wenn sie erlauben, dabei porträtieren. So entstehen authentische Bilder. Mit einer gewissen Magie. Denn hier ist nichts gestellt. Am nächsten Tag fahre ich nach Uggiano La Chiesa, eine italienische Gemeinde in der Provinz Lecce. Hier wohnen etwa 4.300 Einwohner auf einer Fläche von 14 Quadratkilometern. Der Name La Chiesa bedeutet auf Italienisch die Kirche und befindet sich natürlich im Stadtkern. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Immer wenn ich hier bin, fühle ich mich wie auf einer Zeitreise in das Italien von vor 50 Jahren. Totò und seine Geschichte freue ich mich ganz besonders. Wir treffen uns morgens in seinem Stammcafé. Aber erst um 8:30, da Totò sich hier wie jeden Morgen erst einmal mit seinen Freunden um 8 Uhr zum Kaffeetrinken trifft. Und diese Tradition, die lässt er sich nicht nehmen. Mit dem 85er Makro und einer Blende von 2.0 für ein unschlagbares Bouquet lege ich durch mehrere Schärfeebenen ganz klar den Fokus auf die Person. Noch diskreter bin ich mit dem 70-200er. Die Tiefenunschärfe ist so super schön. Und ich kann mich noch weiter zurückhalten und aus dem Hintergrund heraus zu fotografieren. Solche Alltagssituationen zu erkennen und festzuhalten, bringt sehr tolle Porträts zum Vorschein. Ich beobachte die Menschen, wie sie sich und ihre Geschichten präsentieren und löse aus. Was jetzt kommt, darauf freue ich mich schon die ganze Zeit, denn am nächsten Tag fahre ich entlang der malerischen Küste Apuliens auf dem Weg zu Totò und Mariella. Im Haus treffe ich mich mit meiner Schwägerin, die mir beim Dolmetschen hilft. Denn mein Italienisch ist wirklich nicht das Beste. Und Totò kann kein Englisch. Ich habe die beiden letzten Sommer kennengelernt, als ich mit meiner Familie hier in Apulien Urlaub gemacht habe.
Jeder im Dorf kennt die Geschichte von Toto und Mariella. Und ich bin so neugierig zu erfahren, worum es geht. Toto erzählt uns, dass er 1959 beim Militär in Norditalien war. Seine Truppe wurde eines Tages von Mönchen in einem Kloster zu einer Filmaufführung eingeladen. Dort haben sich Toto und Mariella das erste Mal gesehen und kennengelernt. Sie saßen neben ihm und Toto fragte sie direkt, ob sie sich vorstellen könne, auch in einem Haus am Meer zu wohnen, statt in den Bergen. Mariella war von dieser Frage und von Toto scheinbar so begeistert, dass sie sich ab diesem Zeitpunkt immer wieder nach Dienstschluss getroffen haben. Als die Militärzeit für Toto vorbei war, zog er zurück nach Uggiano, wurde Lkw-Fahrer und transportierte Granatäpfel. Die beiden schrieben sich täglich und versuchten, so oft es ging, zu telefonieren. Damals keine leichte Aufgabe, da man jedes Telefonat mindestens einen halben Tag vorher anmelden musste. Und schließlich wurden Zukunftspläne gemacht, bis zum 9. Oktober 1963, dem Tag der Katastrophe von Langarone. Aufgestaute Wassermassen der Vaillant-Staumauer überfluteten das enge Tal und alle Dörfer in der näheren Umgebung wurden vollständig zerstört. Nahezu 2000 Menschen mussten dabei ihr Leben lassen. Diese Zeit war die schlimmste Zeit ihres Lebens, erinnerte sich Mariella. Denn es gab mehrere Tage kein Lebenszeichen von Toto, bis er plötzlich vor ihr stand. So wollten sie keine Zeit mehr verlieren und heirateten 1964 in der Kirche von Uggiano, dem Wohnort des Bräutigams. Ich bin gerührt und möchte diese schöne Stimmung festhalten. Könnt ihr sehen, wie die Augen der beiden strahlen? Diese innige Verbundenheit nach all den Jahren, das kann kein Modell spielen. Ich nutze bewusst kein zusätzliches Licht, da das weiche Tageslicht morgens im Raum ein magisches Ambiente gibt. Und das 2470 lässt mich hier auch nah an die Situation herankommen, ohne den Moment zu stören. Ich habe richtig Gänsehaut. Im Winter spazieren die beiden jeden Morgen 15 Kilometer. Im Sommer gehen sie schwimmen. Da Mariella mit zunehmendem Alter leider nicht mehr so gut ins Meer kommt, hat Toto ihr einen eigenen Zugang zum Wasser gebaut, damit sie weiterhin jeden Morgen ihrem Hobby nachgehen kann. Dieser Zugang besteht bis heute. Und das möchte ich mir mal anschauen und wir machen uns auf den Weg. Wir treffen uns an der Stelle, an der Toto die Treppe für seine Mariella gebaut hat. Ich möchte nah an das Geschehen herankommen und wähle mal wieder das 70-200. Denn ich merke, dass diese Stelle eine ganz besondere für Toto ist. Beeindruckt, wie schnell der Nano-Autofokus sogar bei offener Blende funktioniert. Denn ehe ich mich versehe, springt Toto schon ins Wasser. Mit der schnellen Verschlusszeit und der Serienbildaufnahme konnte ich hier genau den richtigen Moment einfangen. Während ich Toto fotografiere, geht mir noch einmal die Geschichte der beiden durch den Kopf. Eine Liebe, die 60 Jahre lang anhält und die man in jedem Moment, in denen Toto und Mariella zusammen sind, spüren kann. Wahnsinn.
Wie ich euch schon sagte, es passieren die tollsten Dinge, wenn man sich offen zeigt und auf die Menschen zugeht. Einfach den Kontakt sucht. Einmal mehr fühle ich mich bestätigt, wenn ich euch erzähle, dass ich dieses Porträt nur genau deshalb machen konnte. Ich saß mit der Filmcrew, die mich bei meiner Expedition begleitet, bei einem leckeren Espresso im Café, um ein Backup meiner Bilder zu machen und die ersten Bilder zu sichten. Per Zufall kam ich dabei ins Gespräch mit Federico vom Nachbarstisch. Er kam gerade vom Flughafen von Mauritius, um dort ein Unterseekabel für Internet durch den Indischen Ozean zu ziehen und freute sich hier auf seinen echten italienischen Espresso. Wahnsinn! Das hatte mein Interesse geweckt und wir unterhielten uns. Hier in Apulien wohnt er und betreibt nebenbei eine Tauchschule. Er lud mich ein, mit ihm zu einem seiner lokalen Projekte aufs Wasser zu fahren. Federico setzt sich für den Naturschutz ein und will damit gleichzeitig fremden Menschen seine Region näher bringen. Mit seinem Boot geht's hinaus aufs Meer. In der Bucht gehen wir schließlich vor Anker. Er erzählt mir, dass er als kleiner Junge von seinem Vater schon früh die Liebe zum Meer vererbt bekommen hat. Seine Tauchschule betreibt Federico mittlerweile seit 10 Jahren und er liebt es, seine Passion an die Menschen weitergeben zu können, die von außerhalb Italiens, aus der ganzen Welt hierher kommen. Er zeigt ihnen, dass sich Umweltschutz lohnt, um das zu bewahren, was die Menschen hier so sehr lieben. Tatsächlich findet hier alles direkt von meiner Linse statt. Deswegen habe ich auch nur das 15-35er und das 24-70 eingepackt. Ich muss gestehen, ich bin ein großer Fan von der 35er Brennweite. Umso mehr bin ich von dem 15-35 beeindruckt. Blende 2,8 und schärfe bis in die Randbereiche. Den Bildstabilisator nutze ich hier nicht, da er nur meine Bewegung, aber nicht die vom Modell ausgleicht. Und auf dem Boot ist schließlich alles in Bewegung. Der Küstenabschnitt, in dem wir uns gerade befinden, ist bekannt für große Artenvielfalt und noch dazu für eine intakte Unterwasserwelt. Mit seinen Projekten hier vor Ort möchte Federico dazu beitragen, dass dies auch noch lange so bleibt. Normalerweise wäre ich nie auf die Idee gekommen, ein Porträt mit 15 mm zu fotografieren, da es keine klassische Brennweite für diesen Einsatz ist. Aber es ist Wahnsinn, wie gut dieses Objektiv in der Abbildung geworden ist. Der Nanofokus, die Fokusgeschwindigkeit, die Schärfe, das ist herrlich. Bei so viel Licht und Reflexion nutze ich schnelle Verschlusszeiten. Und spätestens hier hat es mir die Trinity-Serie wirklich angetan. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich überzeugen die Bilder. Machen uns wieder auf den Weg und kommen an einer kleinen Grotte vorbei. Schon nach den ersten Metern spürt man eine angenehme Kühle. Federico erzählt mir leidenschaftlich vom Farbspiel der untergehenden Sonne, das hier oft zu beobachten sei. Es begeistert mich zu sehen, wie sehr Federico für das, was er tut, leidenschaftlich brennt. Er liebt seine Heimat und möchte sie um jeden Preis schützen. Das ist das Schöne an meinem Beruf. Ich darf Menschen wie Federico kennenlernen. Ich verabschiede mich von Federico und mache mich auf den Weg zu meiner nächsten Location. Eine alte Weberei, in der seit Jahrzehnten schon traditionell gearbeitet wird. Die Fondazione Le Costantine ist ein landwirtschaftliches und handwerkliches Bildungszentrum. Eine friedliche Oase, umgeben von jahrhundertealten Olivenhainen und einem faszinierenden Panorama nahe Santa Cesaria.
Die klassische Weberei schafft Textilprodukte mit antiken und hölzernen Webstühlen unter Verwendung von traditionellen Webtechniken. Schon bei der Ankunft bin ich von diesem Ort beeindruckt. Die alten Gemäuer, das Licht, der Sound der Webstühle, die bunten Stoffe. Ich sag's euch, hier liegt wirklich Geschichte in der Luft. Trotz der klassischen Produktionsweise lassen hier große Unternehmen wie Dior Stoffe nähen und veranstalten sogar ganze Fashion-Shows. Da die Weberinnen hinter den großen Webstühlen sitzen, sind sie automatisch weiter von mir weg. Darum wähle ich hier das 70-200 für meine Porträts. So hole ich das Motiv nah heran und habe gleichzeitig eine tolle Unschärfe im Vorder- und Hintergrund. Und auch bei den Detailaufnahmen ist das Objektiv mit der verringerten Naheinstellgrenze wirklich genial. Ich nutze bewusst keine extra Lichtquelle, um das Ambiente hier so einzufangen, wie es wirklich ist. Ein schöner kleiner Ausflug in die klassische und traditionelle Manufaktur Apuliens. Ich bin nach Lecce gefahren, um den Tag ausklingen zu lassen. Lecce ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in der Region Apulien. Sie befindet sich auf der Halbinsel Salento. Hier leben rund 97.000 Einwohner, also ein wenig mehr als in Totors Dorf. Ich liebe die schöne Architektur und das warme, gleißende Licht der Abendsonne auf den Fassaden. Als ich durch die Straßen von Lecce laufe, entdecke ich auch wieder spontan mein nächstes Fotomotiv. Ein Straßenmusiker mit seinem kleinen Hund. Er heißt Marco und wir kommen ins Gespräch. Danach fotografiere ich ihn, während er auf seinem Handpan spielt. Hier nutze ich diesmal etwas für Licht von vorne und erzeuge mit einer offenen Blende eine schöne Trennung von Vorder- und Hintergrund. Auch in der Dämmerung macht die Kamera hier alles mit und fängt die gemütliche Lichtstimmung mit ein. Gerade das super lichtstarke 85 mm legt hier eine gute Performance ab. Vor allem in hohen ISO-Bereichen sehe ich kaum Rauschen. Beim Fotografieren wähle ich mehrere Bildausschnitte, mal ein kleineres Detail, aber auch mal die gesamte Szenerie. Gerade in der Porträtfotografie ist der Perspektivwechsel besonders wichtig. Er bringt einfach mehr Vielfalt. Marco ist echt cool. Ich mache noch ein kurzes Video. Das ist wirklich der Wahnsinn. Schaut euch doch mal an, wie toll die EOS R6 bei so wenig Licht im Autofokus-Tracking ist. Zurück in Deutschland. Was ein tolles Projekt. Die Tage in Apulien vergingen wie im Flug. Ich kann es kaum erwarten, die Bilder zu sichten und ihnen den letzten Schliff in der Post zu verpassen. Und noch dazu freue ich mich darauf, die ganzen Erfahrungen in meinem nächsten Canon Academy Workshop zu teilen. In der Bearbeitung geht es mir vielmehr um die Optimierung der Fotos und nicht darum, ein Bild zu manipulieren. Und mit ein bisschen Struktur ist die Post-Production schnell gemacht. In meinem Workflow sind es auch eigentlich nur 3 Schritte. Zuerst die Selektion der Bilder, dann die Entwicklung meiner Auswahl und schließlich der Bildlook bzw. das Grading. Generell beginne ich immer mit dem letzten Foto und arbeite mich so nach vorn, um die Entstehung des Bildes besser zu erfassen. Was aber bei einer Dokumentation wie hier nicht erforderlich ist. Hier mache ich es mir mit einer Sternebewertung einfach. Erst vergebe ich 2 und dann die 3 Sterne. Am Ende kann ich diese filtern und so ergibt sich eine schöne Übersicht meiner Favoriten. Im zweiten Schritt filtere ich meine Bilder mit Hilfe meiner Sternebewertung und kann nun mit der Entwicklung starten. Zuerst passe ich leicht die Belichtung und den Weißabgleich an. Die Details in den Schattenbereichen sowie im Himmel korrigiere ich über Tiefen und Lichter. Mit den Präsenzwerten möchte ich das Motiv mehr aufwerten, indem ich ihm mehr Struktur und Schärfe verleihe. Ich finde, hier fängt das Bild auf einmal in der Zeichnung der Felsen an zu leben.
In der Gegenüberstellung vorher-nachher kann man schnell sehen, dass man schon mit wenig Korrekturen einen deutlichen Unterschied bewirken kann. Das nächste Motiv ist mein Lieblingsmotiv geworden, denn ich habe mich absolut in das RF1535 verliebt. Warum? Das kann man in diesem Motiv ganz deutlich sehen. Kaum Verzerrung in den Randbereichen, alles gestochen scharf. Wirklich toll. Auch hier wieder das gleiche Vorgehen. Zuerst passe ich Tiefen und Lichter für mehr Zeichnung in den hellen und dunklen Bildbereichen an. Dadurch wird der Neoprenanzug plötzlich sichtbar und das gesamte Bild bekommt eine tolle Brillanz. Das für meinen Geschmack zu rötliche Blau im Bild ließ sich leicht in den Farbtönen in ein Cyanblau korrigieren. Die schönen Reflexionen im Wasser konnte ich besonders durch Struktur und Klarheit herausarbeiten. Hier erkennt man den starken Dynamikumfang der EOS R6. Zum einen wurden die hellen Wolken nicht überbelichtet und zum anderen ließ sich die Struktur im dunklen Neopren unter Wasser in der Post ohne Probleme sichtbar machen. Einen weiteren Vorteil des großen Dynamikumfangs sieht man auch hier in einem leicht überbelichteten Bild. Vor allem bei einer Dokumentation muss man schnell reagieren. Hier kann es auch mal vorkommen, dass ein Motiv überbelichtet wird. Mir gefiel dieses Bild aber so gut, dass ich es retten wollte. Im RAW ließen die Bildinformationen zu, dass ich die Zeichnung des weißen Autolacks herausarbeiten konnte. Somit ließ sich ein schönes Belichtungsgleichgewicht erzielen. Das leicht flaue Bildgefühl korrigierte ich mit dem Dunstentfernen-Werkzeug. Letztendlich gefiel mir aber hier ein Schwarz-Weiß-Look am besten. Auch wenn ich leidenschaftlich Menschen porträtiere, hin und wieder erfreue ich mich auch an schöner Architektur, wie bei diesem Motiv. Hier gefiel mir jedoch die stürzenden Linien nicht, die sich aber schnell über ein vertikales Transformieren der Bildachse korrigieren ließen. Ich freue mich jedes Mal, wie schnell die Bearbeitung gehen kann. Wem das zu schnell ging, dem möchte ich unbedingt die Canon Academy ans Herz legen. Dort findet man neben zahlreichen Webinaren und Workshops viele weitere Tipps und Tricks für noch mehr Details. Eine echt tolle Community. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns dort demnächst auch mal live. Tja, das war's auch schon. Das war Apulien. Ein paar volle Tage, die nur so an mir vorbeigerast sind. Und was soll ich sagen? Ich habe unglaublich schöne neue Eindrücke mitgenommen und interessante Menschen kennengelernt. Und ich habe wieder viel gelernt über Heimat. Die Liebe. Leidenschaft. Tradition.
und Kultur. Wieder mal ein Beweis dafür, dass die Fotografie Menschen verbindet. Die EOS R6 mit der Trinity-Serie hat mich wirklich überzeugt. Ein klasse Werkzeug und genau das Richtige für meine Reisen. Ich sag's euch, geht raus, fotografiert Menschen, die euch nah sind, eure Familie, Freunde. Wenn ihr Menschen fotografiert, haltet ihr ein Stück Geschichte fest. Es geht um das Hier und Jetzt, über Kultur, Gesellschaft. All das könnt ihr erzählen, manchmal sogar nur mit einem einzigen Bild.